Hallo zusammen. Das letzte Video hatte ich ja hier in Jerenzko beendet. Ich bin jetzt auch gerade zurück aus dieser Klamm. Und das war es ja für mich heute noch nicht. Nach dieser zwei, drei Stunden bin ich jetzt erst unterwegs. Das Wetter bleibt relativ stabil. Daher werde ich jetzt schauen, ob ich hier noch Richtung Prebischtor mit dem Fahrrad weiterfahren kann. Und da würde ich euch gerne wieder mitnehmen. Ich muss jetzt nur eben meinen Monty wieder fertig machen, Taschen dran, und dann geht's los. Also, wenn ihr Bock habt, bleibt dran. Ich denke, dieses Pravchichka Brana ist das Hinweisschild Richtung Prebischtor. Schön entlang hier an so einem Mühlrad. Schön, hat schon wieder was. Bei der Satellitenanlage da oben möchte ich auch nicht der Techniker sein. Seht ihr die? So ein kleiner Wasserlauf, der da rauskommt. Wenn ich die Schilder richtig verstanden habe, kann man jetzt hier auf jeden Fall noch 4 Kilometer mit dem Rad fahren. Was dann kommt, werde ich sehen. Lasse ich mich einfach überraschen. Hier oben an der Brücke ist so ein schönes Schild: Willkommen bei uns zu Hause. Da geht es wohl um diese spezielle Eule, die da zu sehen ist. Die scheint hier heimisch zu sein. Also die Auffahrt hier hoch ist so mit 10 km/h gut zu machen. Kleiner Gang, klar, aber dann rollt es ganz gut. Das Ganze hier ist Wasserschutzgebiet, stehen überall extra große Schilder. Daher wahrscheinlich auch diese optisch reine Qualität des Wassers. Und diese schönen Türmchen, das sind diese Wasserstationen, wo ich annehme, dass da die Prüfstellen drin sind. Also Brunnen vom Prinzip. Also hier laut diesem Hinweisschild müsste ich jetzt eigentlich hier links hoch, ist aber ein Wanderweg. Und die Straße, die hochführt, führt nicht zum Prebischtor. Ich versuche jetzt trotzdem mal die Straße hochzufahren und von da zumindest einen guten Blick erhaschen zu können. Und wenn nicht, muss ich das Ganze hier dann als Wanderung vielleicht fortsetzen. Da sind gerade zwei so Baumfell-Spezialisten, nenne ich sie mal. Der mit so einer riesen Flitsche, so eine Zwille, kennt ihr alle, ne? So ein Drahtseil hochgeschossen hat in den Baum. Und auf Anhieb oben durch diese Krone getroffen hat. Also sah schon gut aus. Mittlerweile kann ich hier mit 13 km/h den Berg hoch. Ist auch schon ganz angenehm. Der Autoverkehr nimmt deutlich zu. Und ich hoffe mal, dass das Ziel trotzdem zumindest sichtbar ist gleich. Und ich muss unbedingt mal so Grundkenntnisse tschechisch mir merken. So mit Hallo, danke, bitte, guten Morgen, irgendwie sowas. Die Leute sind schon immer recht freundlich und man weiß nie genau, was man antworten soll. Ich glaube, Hallo oder Morgen heißt Dobre dan. Das haben jetzt die meisten gesagt. Wenn ich mal Internet haben sollte, mache ich mich da auch selber gleich mal schlau. Wenn hier keine Autos fahren und man so genüsslich radelt, hört man nur dieses Plätschern hier von den kleinen Wasserläufen und sonst nichts. Herrlich. Ja, dort vor mir sieht man das Prebischtor. Ich habe jetzt aber nicht die Möglichkeit, da mit dem Rad irgendwie groß näher dran zu kommen und werde das Ganze dann als Wanderung nochmal angehen. Euch wollte ich das aber jetzt trotzdem nicht vorenthalten, weil ich finde, dass auch von hier
ein schöner Blick auf diesen Bogen gegeben ist. Jetzt ist natürlich extrem gezoomt, deswegen wackelt es auch gerade mal ein bisschen mehr. Aber man erkennt es, glaube ich, ganz gut. Und ansonsten der Sandstein an sich, brauche ich, glaube ich, nichts mehr zu sagen, wie ich das Ganze finde. Und das ist jetzt hier so ein Schild über den Leerpfad durch die Umgebung des Präbischtor. Und da wird nochmal erwähnt, dass wir begrüßen Sie im Nationalpark Böhmische Schweiz und gleichzeitig auf dem Leerpfad, der Sie zum bekanntesten Symbol des Nationalparks, dem Präbischtor, führt. Also jetzt Böhmische Schweiz, nicht mehr Sächsische Schweiz. War mir auch nicht bekannt. Ja, schönen guten Morgen. Ja, ihr hört richtig, guten Morgen. Ich habe gestern das Video hier im Grunde unten am Präbischtor Wanderweg beendet, ohne irgendwie was dazu zu sagen. Und bin heute Morgen hier um 6.30 Uhr nochmal los. Und jetzt so ja, knapp eine Stunde später bin ich wieder da und werde jetzt hochgehen zum Präbischtor mit vernünftigen Schuhen, mit Rucksack, anstatt mit Fahrradtasche, die um den Hals hängt. Das waren gestern nicht so die optimalen Bedingungen, zumal es noch am Regnen war dann. Und da habe ich mir gedacht, ich fahre einfach heute Morgen nochmal hin, weil heute Vormittag soll das Wetter nur durchwachsen sein, eigentlich trocken, aber es heißt ja nichts. Und werde daher jetzt heute das Präbischtor noch besuchen, um das auch in diesem, ja, doch wahrscheinlich recht kurzen Video für meine Verhältnisse alles gesehen zu haben. Mir wird sonst was fehlen. Also habe ich das letzte Mal schon nicht geschafft, wo ich zum Wandern hier war. Dann wenigstens diesmal. Und das Radeln hält ja auch ein bisschen munter. Die Nacht war grenzwertig, weil dort, wo ich stand, war es so laut, da die ganze Nacht Züge gefahren sind. Die Nächte davor habe ich die nicht gehört. Entweder habe ich tiefer geschlafen oder es sind einfach mehr unterwegs. Soweit so gut. Jetzt geht's hoch zum Präbischtor. Ja, nach wenigen Metern hat man hier schon den ersten schönen Blick oben Richtung Präbischtor, dieser Ausläufer, der dazugehört. Und es ist keine Menschenseele unterwegs. Und die Temperatur ist heute Morgen wesentlich angenehmer. Wir haben jetzt schon 15 Grad. Gestern bin ich bei 9 Grad gestartet und Nieselregen. Da ist das heute schon sehr angenehm. Ja, hier gibt es jetzt mehr oder weniger einen befestigten Weg. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde kurzatmig. Von, weiß ich nicht, 10 Minuten bergauf schon am Pusten, als wenn ich 10 Stunden unterwegs wäre. Und das liegt diesmal nicht unbedingt an der Aussicht. Wobei die auch wunderschön ist. Die Brille beschlägt schon von der Wärme meines Kopfes und das heißt schon was. Hier auf dieser Tafel ist nochmal erklärt, dass viele dieser Wege schon im 19. Jahrhundert entstanden und größtenteils aus Basaltstein und Sandsteinquadern befestigt ist. Aber aufgrund dieser Massen an Besuchern und Naturkatastrophen halten selbst diese Basaltsteine nicht stand und der Sandstein schon gar nicht. So stand es da geschrieben. Ist ja auch nachvollziehbar. Aber wenn man sich jetzt überlegt, diese Steine liegen hier vielleicht schon 1000 Jahre oder länger, ist das doch durchaus noch akzeptabel. Und jetzt geht's in den dunklen Wald.
wo es noch ein bisschen tropischer ist gefühlt. Also hier ist eine Feuchtigkeit. Teils unangenehm, aber ihr wisst, ich finde diese Düfte immer sehr angenehm. Und die sind hier gut vertreten. Hier das Ganze hat doch schon was von einer Opferstätte, oder? Ich will es ja nicht beschreien, aber es sieht so aus. Ja, jetzt hier auf der zweiten Ebene sozusagen ist der Weg fast eben und perfekt angelegt. Die Geländer hier werden gerade erneuert, riechen auch noch sehr frisch nach Farbe, aber lässt sich sehr gut laufen. Hier der Blick auf dieses zerklüftete Sandstein da oben lässt mich einfach nicht los. Ich habe jetzt schon ganz viele Bilder gemacht, wo ich gespannt bin, wie die aussehen, wenn man die auf dem großen Bildschirm sieht. Ich finde es einfach faszinierend. Ich kann es nicht erklären, aber es ist nun mal so. Guckt euch diese Wurzeln an von der Birke. Und die ist grün. Bis in die Spitze. Auch die sucht sich immer irgendwo ihren Weg. Die Wurzeln gehen da hoch bis in die Spalte und hier wahrscheinlich noch mehr ins Erdreich. Lasst mal diese Atmosphäre auf euch wirken. Ich komme mir vor wie in einer Dampfsauna. Das gibt's überhaupt nicht. Aber das ist der Vorteil, wenn man hier als Erster hochgeht. Im Gegenteil zu dem, der als Letzter runtergeht. Wenn man dann umkippt, kommen auf jeden Fall noch welche. Jedoch, wenn man der Letzte ist, der runtergeht, dann war's das. Ja, das macht doch Hoffnung. Hier in den Felsen, da nisten entweder irgendwelche Vögel oder Fledermäuse. Man hört es nur, dieses Ziepen und Quieken. Und das, was aus den Steinen kommt, ich würde fast auf Fledermäuse tippen. Weiß es natürlich nicht, weil die teilweise ja auch nicht tief genug sind, diese Aushöhlungen. Aber andererseits, wer weiß. Man merkt hier richtig, wie frische Luft kommt. Jetzt so, ja, oberhalb der Bäume hier oder relativ weit oben. Oh, tut das gut. Gut, Aussicht ist hier jetzt noch nicht gegeben, aber das kommt gleich. Wenn man hier läuft, muss man sich da durchaus bewusst sein, dass die Hinweisschilder auch nicht mehr auf Deutsch sind. Also vorher merken, Pravicica Branja ist Präbischtor, soweit ich das in Erinnerung habe. Weil sonst seid ihr da nämlich aufgeschmissen, wenn sich hier die Wege übergabeln. Das ist ja auch schön hier. Bitte nicht die Steine anheben oder ähnliches. Das wäre vergleichbar damit, denkt sich der Wurm. Schön gemacht. So ein schönes Holzschild Präbischtor, wo hier schön das Tor zu erkennen ist und daneben so ein Haus, was in den Hang gebaut ist. Und das erkennt man dort oben schon so ein wenig. Da geht es jetzt, glaube ich, auch hoch. Ja, sieht so aus. Ich bin wohl doch nicht ganz der Erste. Man hört oben schon Kinder oder Jugendliche schreien. Und ich möchte es nicht behaupten, aber das hört sich nach Feuerwerkskörpern gerade an. Wäre natürlich übel, wenn das so ist. Hier der erste Blick zu erhaschen auf das Präbischtor. Wie klein das gestern wirkte von der Rückseite. Und jetzt riesig.
Echt riesig. Ja, hier sieht man jetzt schön das Haus zwischen. Den Namen weiß ich gerade nicht, aber ich hatte ein Bild gemacht von der Beschreibung. Das werde ich dann hier hoffentlich einfügen, wenn ich es nicht vergessen sollte. Ja, ein weiterer Blick, um einfach diese schiere, unendliche Größe darzustellen. Echt Wahnsinn. Schier unendlich ist vielleicht übertrieben, aber es ist schon riesig. Wenn da irgendwo mal Zahlen stehen, werde ich die auf jeden Fall mal nennen. Ja, jetzt bin ich hier genau unterhalb. Hier riecht es leider sehr streng nach alter Zisterne. Wird wahrscheinlich dem Gasthaus hier geschuldet sein. Aber angenehm ist anders. Und jetzt geht's wieder ins Dunkle. Aber nur eine kleine Runde. Nein, jetzt sag nicht, man kann da nicht hoch. Das kann doch nicht sein. Ich laufe doch hier nicht hoch und kann da nicht ganz hoch. Das gibt's ja nicht. Hier ist Ende. Naja, zumindest bin ich da. Das gibt's ja nicht. Jetzt muss ich mal lesen, ob hier irgendwo steht. Ja, hier steht's ganz klar. Das stand unten nicht, soweit ich weiß, aber ist auch nicht dramatisch. Von 10 bis 18 Uhr und Freitag, Samstag, Sonntag von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Jo. Ich mache jetzt trotzdem mal hier so einen Schwenk rüber. Beeindruckend ist es auch so alle Male. Ich schau mal, ob man von der anderen Seite vielleicht, da hinten ist noch ein Weg, irgendwie hochkommen kann. Dass die Öffnungszeiten sich nur auf das Gasthaus hier beziehen. Wenn dem so ist, zeige ich euch das natürlich gleich. Ansonsten ist auch diese Aussicht nicht zu verachten. Hier steht jetzt ein Schild Gabrielenstieg und Metzniluga in diese Richtung. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass man dann vielleicht auch noch mal zum Präbischtor hochkommt. Deswegen werde ich jetzt hierher laufen. Die Sonne kommt durch, so richtig schön. Der Wind frischt auf. Es ist gerade sehr angenehm. Hier liegt so ein Eichenprozessionsspinner. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass man die nicht unbedingt am Körper kriegt. Weil wenn man die Nesseln da erstmal in der Haut hat, ist das durchaus angenehm. Unangenehm. Ja, die Option, die ich dachte, die es von der anderen Seite gäbe, gab es nicht. Ich bin jetzt nochmal zurück, wieder hier auf diese feste Ecke. Und würde sagen, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen, auch wenn jetzt kein Bild entstanden ist direkt im Präbischtor. Aber das Ziel ist auf jeden Fall erreicht. Und ich finde, das kann sich durchaus auch so sehen lassen, ohne dass man jetzt unbedingt in diesem Torbogen gestanden hat. Mir gefällt es. Ich werde jetzt noch ein bisschen unternehmen hier. Es ist erst 9 Uhr. Und das war's aber mit den Videos aus der Sächsischen Schweiz. Ich muss morgen leider abreisen und werde jetzt heute noch mal eine Tour zum Lilienstein machen. Aber da gab es ja schon mal ein Video von. Daher macht's gut. Ich hoffe, wir sehen und hören uns bald wieder. Euer Markus.